Herzlich willkommen zu Programmieren mit Python, zu unserer 31. Folge des Kurses. Und diesmal geht es erstmal ganz trocken um das sogenannte Debugging. Debugging heißt Fehlersuche. Wir suchen Fehler im Programm und das wird euch immer wieder passieren, dass ihr eben sagt, das stimmt alles so nicht, aber noch nicht so genau wisst, was ist denn jetzt eigentlich dieser Moment, an dem das Programm nicht so funktioniert, wie ich das funktionieren lassen möchte. So. Dazu erstmal etwas ganz Grundlegendes. Wenn ihr anfangt zu programmieren, dann wird das Programmieren selbst einen großen Teil einnehmen. So, ihr werdet also viel, ja, jetzt muss ich mal im Vordergrund rücken, viel Zeit mit dem Programmieren verbrauchen. Und nach werdet ihr aber merken, da sind immer wieder Sachen drin, die klappen so nicht, die stimmen so nicht, ich muss dort nachbessern. Das heißt, mehr und mehr wird bei euch die Fehlersuche und das Ausbessern von Fehlern, das sogenannte Debugging, einen Raum einnehmen. Und das kann teilweise so sein, dass, und das werden erfahrene Programmierer bestätigen, dass das Debugging länger dauert als das Programmieren selbst. Das ist natürlich auch eine Art von Programmieren, aber man tippt erstmal seine Programme ein und guckt dann hinterher, was funktioniert noch nicht so, wie ich das haben möchte. Ganz wichtig dabei ist auch, das nimmt einen nicht so ganz so starken Raum ein, aber eben doch einen wichtigen Raum, vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, weil es doch, ja, dann im Gegensatz zum Programmieren relativ flott geht. Das ist das Kommentieren. So. Und wenn ihr nach 6 oder 8 oder 10 Wochen an euer Programm zurückkommt, dann wisst ihr nicht mehr überall, was habe ich dort eigentlich gemacht, wozu ist das gut. Und dann ist ein Kommentar in einer Kommentarzeile einfach wahnsinnig hilfreich. Wenn ihr lange programmiert, wird nicht nur das Debugging einen wichtigen Raum einnehmen, sondern auch die Planung. Das heißt, ihr werdet euch vorher hinsetzen und werdet sagen, so muss das ungefähr sein, so muss das aussehen. Dafür brauche ich dieses und jenes. Und ihr werdet euch vorher einen kleinen Plan schreiben. Naja, manchmal, wenn ihr ein großes Programm habt, wird das sogar ein relativ umfangreicher Plan werden. Aber da könnt ihr dann schon mal euch Gedanken drüber machen, wie ordne ich so die einzelnen Programmteile sinnvoll an, was für Klassen brauche ich, was für Methoden brauche ich, was für Funktionen, wie müssen die Datenfelder aussehen und so weiter und so fort. Das sind alles noch Sachen, auf die wir immer mal wieder zu sprechen kommen, vielleicht auch mal ganz grundsätzlich, aber am Anfang, naja, ich sag mal, programmiert man einfach los. Hacken haben wir das früher genannt, das heißt heute ein bisschen anders oder hat heute eine etwas andere Bedeutung, das Hacken. Aber früher, das war einfach eben, man hackt in die Tastatur sein Programm ein. So, wenn ihr Programmiersprachen wie Python oder bei Java ist es noch deutlicher programmiert, dann wird ein wichtiger Teil auch die Suche nach bereits fertigen Programmteilen sein. Das heißt, ihr sucht einfach in anderen Programmbibliotheken, die andere Programmierer erstellt haben. Was gibt es dort schon? Auf was kann ich zurückgreifen, ohne dass ich mir selbst darüber Gedanken machen muss? So, also das Recherchieren ist eine wichtige Sache, wenn ihr dort relativ frisch seid, also schon ein bisschen programmiert habt und jetzt so wirklich anfangt, größere Programme zu schreiben, dann ist die Recherche sogar ziemlich aufwendig, weil ihr euch eben wirklich noch nicht so gut auskennt. Das heißt, ihr fangt an und sucht in dieser Bibliothek und in jener Bibliothek, dann findet ihr bestimmte Sachen, die ihr nicht gebrauchen könnt, aber wo ihr denkt, könnt ihr mal ganz interessant werden, beschäftigt euch damit, dann sucht ihr weiter nach eurem ursprünglichen Problem und so fort. So. Und damit nimmt das Recherchieren teilweise einen recht großen Raum ein. So, wenn ihr Fehler sucht, dann gibt es hier so eine erste Hilfe, was ganz nützlich sein kann.
Und zwar habt ihr, und das ist eben der große Vorteil, wenn man eine Shell hat, habt ihr die Möglichkeit, euch die fraglichen Werte, wo ihr so sagt, das passt mir alles noch nicht so, das ist von der Optik, ist das vielleicht nicht so schön. So, und dann könnt ihr euch die Werte, könnt ihr euch auf der Shell ausgeben lassen und dann setzt ihr irgendwo in euer Programm ein Print hinein und in das Print natürlich dann hier die fraglichen Werte. Und die erscheinen dann auf der Shell und dann könnt ihr mal gucken, sind die Werte so, wie ich das mir gewünscht habe oder wie ich das erwartet habe. Und wenn nicht, dann müsst ihr natürlich nachschauen, warum sind die Werte nicht so, was ist dort passiert, dass jetzt eben die Werte anders berechnet worden sind, als ich das eigentlich erwartet habe oder als ich das möchte. Und das Print reinzusetzen, das könnt ihr eigentlich überall machen. Das könnt ihr auch für eine Zeit lang eben in der Klasse machen, also in der Programmbibliothek und dort in eine Klasse reinsetzen. Ihr müsst eben bloß dann irgendwann dieses Print wieder löschen, wenn ihr den Fehler gefunden habt oder wenn ihr zufrieden seid mit dem. So. Wie das dann ganz konkret aussieht mit der Fehlersuche, das zeige ich euch im nächsten Video. Wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir die Taste mit einem Zeichen versehen und da werde ich euch zeigen, dass diese Berechnung, die ich dort gemacht habe, nicht optimal ist und wie man die austauschen kann. Das ist auch noch ein bisschen was zu der Grafik und wie man bestimmte Sachen in ein Feld hineinsetzt und dort eben zur Geltung bringt. So, das ist jetzt erstmal ganz grundsätzlich so zur Übersicht, was Programmieren auch noch bedeutet. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ihr seid jetzt so ein bisschen schlauer wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte drückt einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und werden an unserer kleinen Programmbibliothek weiter herumbasteln und die noch ein bisschen schöner machen und ausbauen. Bis dahin.